Im heutigen Video teile ich mit euch meine Erfahrungen aus dem ersten Jahr als Assistenzarzt in der Kardiologie. Was geht ab, Mediheroes? Willkommen zu einem brandneuen Video. Ich werde in dieses Video etwas anders gestalten, also nicht wie die vorherigen Videos, weil ich habe schon mal was dazu erzählt, wie das erste Jahr war, wie ich durchrotiert bin und Co., sondern ich werde auch etwas mehr auf die Gefühlsschiene gehen, über die ich selber persönlich nicht so gerne spreche, weil ich da vielleicht ein bisschen abgebrüht bin, aber die extrem wichtig ist, weil ich einfach merke, dass viele von euch wirklich Angst davor haben. Die haben Angst vor dem Beginn, vor dem Einstieg als Assistenzarzt, und ich kann es nachvollziehen und ich kann euch die Angst nicht wirklich nehmen. Ich kann euch einfach schildern, wie es bei mir war und dass es vielleicht auch zum Teil normal ist, einfach Angst zu haben. Das gehört einfach dazu. Ihr habt eine große Veränderung vor euch und ihr werdet mit vielen Sachen konfrontiert werden, die wirklich schwierig sind, wirklich anstrengend sind. Und lasst uns mal damit einsteigen, dass ich das erste Jahr bzw. die ersten paar Monate zusammenfasse mit dem Gefühl des Erstickens oder des Ertrinkens. Als ich mich für die Stelle in der Kardiologie beworben habe, war das so, dass ich eigentlich ursprünglich Unfallchirurg werden wollte. Das heißt, ich habe mich nach dem Studium auch auf mehrere Stellen als Unfallchirurg beworben und ich muss sagen, ich fand alle Stellen super schlecht. Ich bin mit keinem Chef zurechtgekommen. Ich fand die Arbeitsbedingungen zum Kotzen. Ich fand das Ausbildungskonzept, das nicht vorhanden war, zum Kotzen. Und dementsprechend habe ich mich aber zusätzlich auf andere Stellen beworben, wo ich hauptsächlich die Forschung interessant fand. Und eine der Stellen, das war die kardiologische Stelle am Uniklinikum Würzburg. Jetzt muss man sagen, ich habe dort mein PJ gemacht. Und wer mein früheres Video kennt, zum damaligen Zeitpunkt, es hat sich seitdem viel verändert, waren die Bedingungen so, dass man als PJler für mein Gefühl kaum was gelernt hat, sondern den ganzen Tag Blut abgenommen hat. Das hat sich extrem gewandt, weil wir jetzt einen Blutentnahmedienst haben und Co. Aber damals fand ich die Abteilung schrecklich. Ich wollte auf keinen Fall dahin. Was ist passiert? Also ich bin mit dem Chef einfach super zurechtgekommen. Also das Bewerbungsgespräch war klasse, ich habe mich mit ihm super verstanden und ich fand auch die Leute, mit denen ich da arbeiten sollte langfristig, mit denen habe ich mich auch gut verstanden. Und zu einem erfüllten Arbeitsleben gehört halt einfach mehr als nur das Fach an sich. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag auf Mediheroes gemacht, ich verlinke euch unten drunter, dass es einfach mehrere Aspekte gibt, die dazu gehören, ob man zufrieden wird in seinem Job oder nicht. Und das ist zum Beispiel sind die Leute, mit denen du arbeitest, ob es Entwicklungsmöglichkeiten gibt, ob man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun oder zumindest nichts Schädliches und Co. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, dann ist das Fach per se nicht unbedingt immer so relevant. Klar, wahrscheinlich wirst du als jemand, der unbedingt mit Patienten arbeiten will, nicht unbedingt in der Mikrobiologie glücklich werden und umgekehrt. Wenn du sagst, ey, ich komme überhaupt nicht mit Patienten klar, dann wirst du wahrscheinlich in der Mibi besser mit der Mibi oder mit der Patho besser bedient sein als in der Cardio oder in der Unfallchirurgie. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich mich damals halt für diese Stelle entschieden und das hatte mehrere Probleme mitgebracht. Das Problem war, ich habe fast alle meine Praktika in der Unfallchirurgie, in der Thoraxchirurgie, der Allgemeinchirurgie und Co. absolviert. Ich hatte keinen blassen Schimmer von Innere. Ich habe mein Studium, also das dritte Staatsexamen, habe ich sehr gut bestanden. Sowohl in der Inneren, als auch in der Chirurgie, als auch in meinem Wahlfach. Nichtsdestotrotz, ich hatte keine Ahnung, wie man Briefe verfasst. Ich hatte keine Ahnung von Medikation, vor allem von kardiologischer Medikation. Das bedeutet, das lief so, dass ich wirklich blank angefangen habe. Und das ist jetzt vielleicht die Frage. Ihr fragt euch, sollte man sich vorbereiten? Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich vorzubereiten. Ich bin halt einfach dahin und habe begonnen zu arbeiten. Ab dem ersten Tag wurde ich auf der Privatseite eingeteilt. Also, ich war für die Privatstation zuständig und war beim Chef. Ich habe an die Hand einen Assistenzarzt bekommen, der schon weit fortgeschritten war. Da war ich auch sehr glücklich drüber und er hat sich wirklich super um mich gekümmert, weil ich habe mich die ersten Tage, und ich glaube, das wird so ziemlich jedem mal gehen, wenn ihr jetzt nicht wirklich mit dem System euch auskennt und wisst, wie das läuft. Ich glaube, den einen kann es schon etwas einfacher fallen, wenn die in der Abteilung gearbeitet haben, also als PJler, und auch mit dem Fach viel mehr zu tun hatten. Ich hatte halt keine Ahnung vom Fach, keine Ahnung vor den Programmen, keine Ahnung von gar nichts. Außer halt mein theoretisches Wissen aus der Medizin, ne?
Das heißt, als ich begonnen habe, habe ich mich wie der letzte Vollhorst gefühlt. Ich habe ewig für einen Brief gebraucht. Ich wusste nicht, welche Medikamente man bei einer Herzinsuffizienz ansetzt. Ich wusste nicht, welche Medikamente man einem Herzinfarkt ansetzt. Also grob schon. Ich wusste, wo man es nachschlägt. Aber es war für mich halt eben keine Routine, wie zum Beispiel die Untersuchung von einem Sprunggelenk und worauf man da achten muss und wie man röntgt und wie die Therapie ist. Das wusste ich halt einfach alles nicht, weil ich einfach komplett anderen Fokus die Jahre davor gehabt habe. Jetzt saß ich da drin und musste halt klarkommen. Und die ersten Tage liefen auch dementsprechend chaotisch. Ich musste erstmal rausfinden, wie melde ich ein Röntgen an, wie komme ich überhaupt mit dem Programm klar, wie verabreiche ich Medikamente, welche Dosierungen brauche ich. Ich musste das alles nachlesen und ich musste ständig fragen. Fragen, fragen, fragen. Und wenn ihr angefangen habt oder Angst habt, dass ihr euch immer dumm fühlt am Anfang, da kann ich euch die Angst nicht nehmen. Ihr werdet euch extrem dumm fühlen. Und ich glaube, vielleicht, wie gesagt, es kann sein, wenn ihr schon viel drin gearbeitet habt und die Medikamente kennt, würde es euch etwas einfacher fallen. Wenn ihr aber am Anfang vielleicht sehr viele Praktika in anderen Fachbereichen gemacht habt und wenig mit der Inneren zu tun habt oder wenig in der Chirurgie, es kann ja vice versa laufen, dann werdet ihr euch einfach immer dumm fühlen. Zumindest am Anfang. Die gute Nachricht ist, es gibt eine sehr steile Lernkurve. Wirklich sehr steil. Ihr werdet sehr schnell vorankommen, aber die ersten Tage, die sind, kann man nicht anders sagen, die sind die Hölle. Ich war noch jemand, ich bin ein sehr motivierter Mensch. Ich glaube, das hängt davon ab, wie ihr so vom Charakter drauf seid. Ich bin jemand, ich konnte nicht in eine Visite unvorbereitet gehen. Das heißt, wenn ich in einer Visite auftauche, dann will ich auch Bescheid wissen und ich will dem Chefarzt, ich will nicht dumm dastehen und ihm nichts erklären können und nicht sagen können, weshalb der Patient da ist. Ich will meine Patienten kennen. Nun ist die Visite in der Chirurgie und der Inneren ganz unterschiedlich. In der Chirurgie ist man halt in 30 Minuten fertig und man hat einen sehr schmalen Blick häufig auf die bestimmten Probleme, die zu lösen gibt. Je nach chirurgischer Abteilung natürlich. In der Inneren sind die Patienten extrem multimorbide und viele der Probleme sind eben medizinischer Natur und nicht chirurgischer Natur. Dementsprechend muss man das alles berücksichtigen. Und wenn man die Krankheitsbilder vielleicht auch noch nicht kennt, die Medikamente nicht kennt, dann braucht man seine Zeit, um sich da reinzuarbeiten. So, jetzt morgen sollte man jetzt, wenn man dem Chefarzt die Patienten vorstellt bei der Visite, nicht erstmal sich reindenken müssen in einen neuen Patienten, sondern man muss das schon auf der Platte haben. Also was ist das für ein Patient, wie alt ist der, was hat er für ein Problem, was hat er sonst für Vorerkrankungen, welche Medikamente werden verabreicht und welchen Fahrplan haben wir für den Patienten? Was sind die nächsten Schritte, die jetzt passieren müssen? Man muss eins verstehen, wenn man beim Chef anfängt, ist es ein bisschen anders als beim Oberarzt. Beim Oberarzt, der kommt meistens zweimal die Woche zur Visite. Davor ist man halt mit einem erfahrenen Assistenzarzt in der Regel unterwegs. Beim Chef, er kommt jeden Tag. Und er nimmt sich in der Regel auch weniger Zeit, um sich mit dir einzuarbeiten. Er hat ganz viele andere Verpflichtungen. Er will wissen, warum ist der Patient da, was haben wir für einen Fahrplan. Und das müsst ihr auf der Platte haben. Und das hatte ich nicht auf der Platte. Und um das auf der Platte zu haben, musste ich entsprechend früher kommen. Das heißt, vielleicht habe ich mir persönlich viel zu viel Stress gemacht. Das kann gut sein. Aber ich war halt schon um 5 Uhr morgens da. Ich war um 5 Uhr morgens da, die Visite war um 7. Das war am Anfang so. Ich habe mich in die ganzen Patienten eingearbeitet, ich habe die ganzen Sachen nachgeschlagen, ich habe die Medikamente nachgeschlagen, ich habe die Krankheitsbilder nachgeschlagen. Und ich habe das alles quasi einstudiert, um bei der Visite fit zu sein. Dementsprechend kam es auch dazu, dass ich insgesamt sehr viele Überstunden gemacht habe. Die 2 Stunden natürlich vor der Visite habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber die Sachen, weil ich so langsam war und so wenig über das Fachgebiet wusste, haben dazu geführt, dass ich nach hinten raus extrem lange da war. Und zwar so lange, dass ich schon gefühlt in der Klinik hätte schlafen können. Und so verliefen auch die ersten paar Monate. Und ich muss sagen, ab der 2. Woche war ich zwischendrin auch für mehrere Tage allein auf Station, weil der Assistenzarzt, der mich betreut hat, bei einer Schulung war und demnach habe ich die Privatseite dann plötzlich allein geschmissen. Jetzt sind es bei uns, ich glaube, gut 60 Patienten, die werden auf 3 Gruppen aufgeteilt. Also wir haben eine private Abteilung und dann gibt es nochmal 2 andere. Das heißt, pro Assistenzarzt sind es ungefähr gut 10 Patienten. Wenn wir gut besetzt sind. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir eben nicht insgesamt zu 8 da sind, zum Beispiel, oder zu 6 da sind,
sondern es variiert sehr stark, je nachdem, wie die Abteilung besetzt ist, ob jemand krank ist, ob Urlaubanspruch genommen wird und Co. Und zu dieser Zeit waren wir stark unterbesetzt. Dementsprechend kam das auch noch dazu. Man hatte viele Aufnahmen täglich, man hatte viele Entlassungen täglich. Die Kardiologie ist ein Fach, das typischerweise einen sehr hohen Durchlauf an Patienten hat. Und dementsprechend habe ich extrem viel gearbeitet. Ja, wie ging es mir dabei? Es ging mir so, dass ich permanent völlig mich platt und übermüdet gefühlt habe. Das heißt, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und die Frage kam häufig auf, wie hast du es mit dem Training gemacht und Co. Ich habe sehr wenig trainiert in dieser Zeit. Die ersten Monate habe ich sehr wenig trainiert. Deshalb seht ihr vielleicht meine Entwicklung auch, wie ich am Anfang zusammengeschrumpft bin und dann gegen Ende immer mehr aufgebaut habe, weil ich einfach mehr die Routine bekomme. Am Anfang ging es mir absolut schlecht. Ich habe kaum Schlaf bekommen, ich habe super viele Überstunden gemacht. Ich habe auch keinen Urlaub am Anfang genommen, weil ich einfach wirklich was lernen wollte. Ich wollte nicht einfach 2 Wochen wieder raus sein. Und ich habe wirklich zwischenzeitlich, wenn ich dann halt allein diese 20 Patienten zum Teil betreut habe, mal über kurze Zeit auch, ich habe mich gefühlt, als ob ich wirklich ertrinke. So war das einfach. Es ist einfach, die Innere muss man eins verstehen. Da will von dir jeder was. Die Patienten wollen was von dir, die Angehörigen wollen was von dir, die Schwestern wollen was von dir, Sekretärin will was von dir. Du hast die Kurvenvisite zu machen, du musst die Visiten leiten für den Chef zum Beispiel. Du musst in mehrere Besprechungen am Tag. Du hast die Kurvenvisiten zu machen, du musst die Medikamente richten, du musst die Aufklärungen machen. Also ist es so viel zu tun, dass du einfach häufig gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Und wenn du jetzt noch nicht routiniert bist, dann vergingen diese Tage, vor allem wo ich alleine bin, war im Rennen. Also ich bin wirklich den ganzen Tag durchgerannt und ich habe das Trinken vergessen, ich habe vergessen aufs Klo zu gehen, ich habe das alles nicht mehr geschafft. Also ich habe das am Ende des Tages, habe ich alles gemanagt. Meine Patienten waren alle am Leben, die Untersuchungen sind gelaufen, ich habe alles vorbereitet gehabt für den Chefarzt, ich habe mit den Angehörigen gesprochen, ich habe das alles hingekriegt. Aber ich persönlich bin in dieser Zeit extrem zu kurz gekommen, also meine Gesundheit und alles Mögliche. Und das ist auch etwas, wofür es auch Untersuchungen gibt, dass in den ersten Monaten, in den ersten wenigen Jahren die Assistenzärzte extrem voraltern, weil sie einfach super viele, super stressigen Job haben, super viel Verantwortung trotzdem tragen im Verhältnis zu dem, wie es in der Uni war. Und super viel arbeiten und wenig schlafen und viel Stress ausgesetzt sind. Und das führt dazu natürlich, dass man einfach voraltert und es einem gesundheitlich nicht gut ergeht. Wenn ich mich umgeschaut habe, war ich nicht der Einzige. Innere und Chirurgie, diese ganzen großen klinischen Fächer, wenn man vor allem an der Uniklinik ist, man arbeitet sehr viel, der Job ist stressig, man hat extrem viel zu tun, die Arbeitsdichte ist enorm. Das heißt, viele Assistenzärzte haben angefangen zu rauchen, haben angefangen entweder zu wenig zu essen oder zu viel zu essen. Das heißt, sie sind entweder runtergemagert oder sind dick geworden. Die meisten sind eher dick geworden. Man kriegt kaum noch Bewegung in den Alltag rein. Und ich will euch nicht anlügen, man fühlt sich permanent erschöpft. So ging es mir, so ging es vielen meinen Kollegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen anders ging. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unten da lässt und sagt, hey, bei mir war es ganz anders vielleicht. Vielleicht, bei mir war es nicht so. Vielleicht lag es auch daran, dass ich neben dem Ganzen auch noch meine Doktorarbeit versucht habe, fertig zu machen. Ich habe versucht, nochmal mich in der Forschung, so die ersten Schritte schon in der Forschung der neuen Abteilung, die ersten Kontakte zu knüpfen. Ich habe versucht, mich nochmal weiterzubilden, fortzubilden. Also ich habe auch eine Frage jetzt bekommen, warum ich denn lerne während der Facharztausbildung. Ja, wie stellt ihr euch das vor? Soll man, also klar kann man nur zur Arbeit gehen und nur daraus lernen. Ich glaube aber, man wird dann kein wirklich sehr guter Arzt, oder kein überdurchschnittlicher Arzt, wenn man nur aus Learning by Doing das lernt. Das glaube ich einfach nicht. Und dementsprechend glaube ich schon, dass man die extra Zeit investieren muss. Und wenn man das alles aufrechnet, dann bleibt vom Tag einfach sehr wenig übrig. Und ja, keine Frage, in dieser Zeit leidet die Beziehung, leiden die Freundschaften, leiden die Hobbys, es leidet alles. Die Frage ist, was ihr wollt. Und eines muss man, glaube ich, verinnerlichen. Alles hat seinen Preis. Egal, ob ihr euch anstrengt oder nicht anstrengt, ihr werdet immer einen Preis zahlen dafür. Wenn ihr euch anstrengt und ein großes Ziel verfolgt und sagt, ich will jetzt unbedingt an einer Uniklinik Kardiologe werden und ich will dazu noch forschen, dann werdet ihr mit euren Hobbys bezahlen,
bis zum gewissen Grad mit eurer Gesundheit bezahlen, mit euren sozialen Kontakten bezahlen. Ihr werdet dafür bezahlen. Wenn ihr hingegen sagt, ich will das alles nicht und ich will ein Leben haben neben dem Job, dann werdet ihr auch dafür bezahlen. Ihr werdet halt einfach geringeres Einkommen langfristig haben. Ihr werdet zwar mehr Kontakte haben, dafür werdet ihr weniger Macht haben. Ihr werdet einfach nicht so erfolgreich sein und einen anderen sozialen Status haben. Es ist halt nun mal so. Man kann einfach nicht alles haben. Und ihr werdet vielleicht nicht an einem Forschungsprojekt beteiligt sein, das extrem wichtig für die Menschheit ist. Man kann nicht alles haben. Man wird immer in irgendeiner Form dafür bezahlen. Und die Frage ist, welchen Preis seid ihr bereit zu bezahlen? Also, wenn ihr jetzt zwischen zwei Sandwiches wählen müsstet und beide schmecken einfach nicht gut, welches von diesen beschissenen Sandwiches wollt ihr wählen? Weil so ist das meistens. Es ist selten so, dass man die Wahl hat zwischen richtig geil und richtig zum Kotzen. Sondern es ist häufig so, dass zwei Sachen irgendwie zum Kotzen sind. Also da ist immer irgendwelche Aspekte, die zum Kotzen sind. Und jetzt ist die Frage, was seid ihr bereit zu tragen? Also was seid ihr bereit, welches Risiko, welche Probleme, mit was seid ihr bereit, euch mit schlechten Dingen auseinanderzusetzen? Weil nicht alles ist Sonnenschein. In der Cardio gibt es super viele Sachen, die super spannend sind, super viel Spaß machen. Aber es gibt genauso viele Sachen, die einfach zum Kotzen sind. Und es ist nicht so, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. In der Cardio hat man sehr viele chronisch kranke Patienten, die sehr incompliant sind, die sehr anstrengend sind. Man hat sehr viel Papierkram und Co. In der Chirurgie habt ihr dann andere Probleme. Dann müsst ihr zum Beispiel bei jemandem im Rektum rumwuseln und da reingucken. Ihr habt auch stark übergewichtige Patienten. Ihr habt viele Raucher zum Beispiel, auch haben wir jetzt in der Cardio auch. Aber ihr habt einfach lange Zeit, wo ihr im OP stehen müsst und zum Beispiel Haken halten müsst. Ihr habt ganz andere Hierarchieordnungen als in der Inneren. In der Inneren ist die Hierarchieordnung meiner Erfahrung nach etwas flacher. Das heißt, man geht mit euch etwas freundschaftlicher um als in der Chirurgie, wo man zum Teil doch vieles einfach über Kontakte auch läuft. Also es bedeutet, ihr werdet nur eine wirklich chirurgisch geile Ausbildung kriegen, wenn ihr die richtigen Kontakte habt. Und dann lässt man euch wirklich operieren. Wenn ihr nicht diese Social Skills habt, kann es sein, dass ihr hinten ansteht und dann eure OPs nicht so schnell zusammenbekommt und halt eure Ausbildung sich verlängert. In der Inneren ist das einfacher, da ist vieles mehr durchstrukturiert und weniger von diesem sozialen Aspekt abhängig. Aber da habt ihr andere Probleme. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Und dementsprechend muss man sich überlegen, was ist man bereit mitzugehen. Und mir ging es wirklich die ersten Monate schlecht. Und es ist so, dass das erste Jahr wirklich so abläuft, dass sobald ihr euch an eine Sache gewöhnt habt, kommt die nächste. Das heißt, ihr kommt jetzt mit dieser Arbeit auf Station klar und plötzlich sagt man euch, okay, jetzt macht ihr dritte Dienste. Und plötzlich steht ihr da und habt wieder keine Ahnung von gar nichts. Und seid überfordert. Und zwar überfordert bis zum geht nicht mehr. Und so ging es eigentlich das ganze erste Jahr. Ich war ständig überfordert. Ich habe erstmal meine Routine bekommen irgendwo und plötzlich kam wieder was Neues und ich war wieder völlig überfordert. Das heißt, ich habe dann dritte Dienste gemacht, kriegt man so einen Pieper und da geht halt einfach alle paar Sekunden und du denkst dir so, wie soll ich denn da fertig werden? Aber ihr werdet fertig. Ihr werdet fertig, wenn ihr Gas gebt, wenn ihr nicht aufhört. Und dann ist es sehr vieles, hängt an eurem Charakter. Es gibt Menschen, der dritte Dienst geht bei uns, glaube ich, bis 12 nachts. Und es gibt Menschen, die sagen halt, danach gehe ich einfach nach Hause, fertig. Und soll der zweite Dienst das alles abarbeiten. Wenn man weiß, wie die Dienststruktur ist, dann ist das nicht realistisch, weil der zweite Dienst ist dann ziemlich gearscht. Und wenn er dann eure Arbeit machen muss. Oder ihr seid halt wie ich. Ich habe es so gemacht zumindest. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Muss jeder für sich entscheiden. Ich habe mein Zeug abgearbeitet. Und das hat am Anfang dazu geführt, dass ich halt bis 3 da war. So, mit der Zeit bin ich immer besser geworden, ich bin immer schneller geworden, ich konnte einfach schneller Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, etwas, was essentiell ist. Am Anfang ist das so, ihr seid langsam im Entscheiden, weil ihr viel mehr darüber nachdenken müsst, weil jetzt tragt ihr die Verantwortung. Ihr wollt nicht den Patienten töten, ihr wollt ihm nicht schaden. Und was ist jetzt die richtige Entscheidung? Darüber müsst ihr viel mehr nachgrübeln, als wenn ihr zum Beispiel schon
ein Jahr da seid, dann geht das halt deutlich fixer. Und wenn ihr zum Beispiel dann nicht weiter wisst, dann wisst ihr ja schon schnell, wen ihr anrufen könnt, wen ihr fragen könnt oder wo ihr nachschlagen könnt. Dadurch geht das alles schneller und dann seid ihr auf einmal so um 12 fertig oder um 1 fertig. Also ihr seid deutlich schneller. Und dann musste ich auf einmal in dieser Nacht ganz viel transfundieren, Chemotherapien starten, war mit Fieber konfrontiert, mit Schmerzen von Patienten. Plötzlich musste ich den ersten Ultraschall nachts alleine machen und einfach sehr viele Entscheidungen auch selber treffen. Und das ist super, super anstrengend. Es ist auch auf einer Seite richtig cool, weil man halt einfach super viel lernt und auf einmal selber Entscheidungen treffen darf. Auf der anderen Seite ist es eine unglaubliche Herausforderung und man hat immer eine gewisse Angst, die so mitläuft. Es ist nicht mal Angst, ich mag dieses Gefühl von irgendwie so eine innere Aufregung und man ist so richtig in diesem Flow drin. Aber es ist so, dass man nach Hause kommt und am Anfang völlig fertig ist. Also meine Wochenenden verliefen so, da will ich auch keine anlügen und sagen, hey, ich bin da der Superheld, sondern ich war einfach nur auf der Couch gelegen oder im Bett gelegen und ich konnte kaum noch aufstehen. Persönlich habe ich dann auf einen meiner Mentoren gehört, der Chefarzt ist in einem Krankenhaus für Thoraxchirurgie und der hat mir empfohlen, wirklich nicht liegen zu bleiben, sondern auch egal wie schwer es dir fällt, steh auf und mach irgendwas. Lies irgendwas, geh zum Sport, geh raus, treff dich mit Freunden, mach irgendwas. Werde nicht zu diesem Arzt, der völlig nach diesem langen Tag nach Hause kommt und sich einfach ins Bett legt. Wenn ihr euch das antrainiert, werdet ihr aus dieser Schleife sehr schwer rauskommen. Und ihr wollt ja mehr haben von eurem Tag oder auch von eurem Beruf, als einfach nur zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und schlafen. Und das habe ich versucht nach und nach umzusetzen und ihr werdet es nicht glauben, ihr werdet euch daran gewöhnen. Ihr werdet euch daran gewöhnen, 12 Stunden zu arbeiten, auch mal 14 Stunden zu haben und danach immer noch was zu machen. Überhaupt kein Ding. Es ist unglaublich anstrengend, überhaupt keine Frage. Und man muss sich wirklich überwinden und es dauert, bis man sich daran gewöhnt. Und meine Empfehlung persönlich ist, nachdem ich jetzt mal zurückblicke, ist, macht in diesem ersten Jahr nicht zu viel. Konzentriert euch, also lasst euren Fokus bei der Arbeit und alles, was sich drumherum dreht. Versucht nicht zusätzlich nochmal richtig fett in Forschung einzusteigen und so viele Fortbildungen zu machen und Co. Ja, ich habe gewisse Sachen gemacht. Ich bin in gewissen Sachen, habe ich die ersten Kontakte in der Forschung versucht zu knüpfen. Ich habe meine Doktorarbeit relativ weit vorangebracht und ich habe auch eine Fortbildung zum Beispiel für einen Herzschrittmacher gemacht. Aber dementsprechend habe ich mich extrem ausgebrannt. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig gewesen wäre. Ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn ich das nach 9 Monaten begonnen hätte und nicht schon in den ersten Monaten sofort damit losgeklickt habe. Also versucht nicht alles auf einmal zu wollen, sondern fokussiert euch auf eine Sache, werdet da drin halbwegs gut und dann nehmt ihr eine zweite Sache dazu und dann noch eine Sache vielleicht dazu. Aber nicht alles gleichzeitig. Ihr könnt nicht mehrere Berge gleichzeitig erklimmen. Das funktioniert nicht, das habe ich an meinem eigenen Leib erlebt. Man kann es bis zu einem gewissen Grad machen, aber ihr zahlt entsprechend einen sehr hohen Preis und den müsst ihr euch überlegen, will ich das oder will ich das nicht. Im Nachhinein habe ich glaube ich, dass es nicht mal der Preis war, der das Problem war, sondern eher, dass es auch nicht wirklich effizient war. Also die ersten 3 bis 6 Monate sollte man sich schon hauptsächlich auf die Arbeit und die Fortbildung in diesem Bereich konzentrieren und dann den Rest dazuziehen. Das ist meine Empfehlung, das ist meine Erfahrung. Als die dritten Dienste vorbei waren, bin ich in das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz rotiert. Also von der Stationsarbeit und den dritten Diensten bin ich in das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz rotiert, wo ich auf einmal ganz andere Herausforderungen hatte. Ich musste mich mit wirklich komplexen Krankheitsbildern herumschlagen, mit wirklich komplexen Herzinsuffizienzpatienten, die man irgendwie noch ambulant geführt hat und gleichzeitig kam ja Covid noch dazu. Das heißt, wir hatten auch sehr viele Patienten, die wirklich krank waren oder die sehr lange gewartet haben, bis sie zum Arzt gegangen sind, die, wo ich dann das Gefühl hatte, an manchen Tagen, ich musste jeden zweiten in die Klinik einweisen, weil er dekompensiert ist. Das heißt, seine ganze Lunge ist mit Wasser vollgelaufen, aber auch die Beine. Und die waren einfach völlig fertig. Und in dieser Zeit, die war etwas ruhiger, aber die war auf andere Weise intensiv. Das heißt, diese Krankheitsbilder waren so komplex zum Teil, dass ich sehr viel nachlesen muss. Ich musste mich wirklich sehr viel fortbilden, damit ich weiß, wie ich das therapiere. Und ich hatte aber das große Glück, dass ich coole Oberärzte hatte, mit denen ich wirklich gut kommunizieren konnte, die mir dann wirklich geholfen haben und Assistenzärzte, die erfahren waren, um das Ganze zu erlernen. Und das ist, glaube ich,
sehr wichtig insgesamt im ersten Jahr. Habt keine Angst zu fragen. Niemand wird dich dafür schlagen, niemand wird dich als dumm ansehen. Also man kann es halt einfach unterschiedlich fragen. Also ich habe Kollegen, die haben Angst vor Fragen, weil sie Angst haben, dass man sie für dumm hält. Und wenn man dann die Frage auch so stellt, so ängstlich, so die ganze Zeit, so ich habe eigentlich Angst zu fragen, das merkt der Gegenüber. Wenn ihr das selbstbewusst fragt, dann wird euch das keiner übel nehmen. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt Piotr bei mir habe oder wenn neue Assistenten da sind, dann denke ich mir, besser du fragst es, egal wie dumm die Frage erscheint, und keine Frage ist wirklich dumm. Klar, man kann sehr vieles nachschlagen, aber es ist nicht nur das theoretische Wissen, es gehört auch die Erfahrung dazu. Und demnach ist eine Frage eigentlich immer wichtig zu fragen, wie das im klinischen Kontext wirklich funktioniert. Dann ist es so, lieber du fragst jetzt, bevor du einem Patienten schadest. Und das war immer mein Motto und ich hatte nie Angst zu fragen. Und ich hatte wirklich sehr coole Oberärzte, die mir wirklich gerne was erklärt haben. Und ich bin, glaube ich, mit keinem Oberarzt so richtig angeeckt. Ich bin eigentlich mit allen klargekommen. Klar, man muss, es ist ein Geben und Nehmen. Ihr müsst auch Dankbarkeit zeigen, ihr müsst auch Einsatz zeigen. Dann will man auch euch was beibringen. Wenn ihr halt nur nehmen, nehmen, nehmen wollt, aber nicht arbeiten wollt und nicht leisten wollt und einfach immer dann um 16 Uhr nach Hause geht und nicht vorbereitet in der Visite steht, ja, dann braucht ihr nicht erwarten, dass man euch was beibringen will. So, dementsprechend war das Wichtigste im ersten Jahr ganz viel Fragen, 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 fortbilden, 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 fortbilden. Zumindest im universitären Kontext. Ich habe keine Ahnung, wie es im Maximalversorger läuft. Das ist jetzt bei uns so. Und ich konnte es mir nicht erlauben, irgendwo unvorbereitet da zu sein. Und wenn man das gemacht hat, dann wurde man auch gefördert. Und dann hat man sehr viel gelernt. So, in dieses Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz war dahingehend für mich auch sehr anstrengend, dass ich dort extrem komplexe Briefe schreiben musste. Jetzt denkt man sich, ja, Briefe schreiben, das ist alles so easy und eigentlich nur stumpfe Arbeit und alles zum Kotzen. Aber ihr könnt beim Briefeschreiben super viel lernen. Weil hier habt ihr nochmal die Zeit, alles Revue zu passieren, was ihr so vom Patienten gehört habt, die Anamnese Revue zu passieren. Vielleicht auch festzustellen, was habe ich denn nicht gefragt, was hätte ich vielleicht fragen sollen, was ihr dann fürs nächste Mal euch überlegen könnt, eventuell den Patienten nochmal anrufen müsst. Und ihr denkt über die nächsten Therapieschritte nach. Also welche Medikamente gebe ich dem Patienten, welche Untersuchungen brauchen wir noch und, und. Also man kann beim Briefeschreiben sehr viel lernen. Und ihr habt auch in dieser Zeit dann, wenn ihr in so einer Ambulanz seid, auch die Zeit wirklich nachzuschlagen und auch mal euch mit Forschungsergebnissen zu beschäftigen und Co. Und diese Zeit habe ich auch dafür genutzt. So. Und auf diese Weise war die Zeit einfach auf eine andere Weise intensiv als auf Station, wo ich das Gefühl hatte, immer im Run zu sein und immer irgendwie auch überfordert zu sein. Hier war ich auf eine andere Weise überfordert, konnte aber auch auf eine andere Weise etwas lernen. Ja, und dann kam schlussendlich meine Lieblingsrotation, das war die Notaufnahme. Und ja, hier begann alles wieder von vorne. Das ist genau das, was das erste Jahr prägt, finde ich. Das war Ende des ersten Jahres, dass ich auf einmal wieder ins Chaos gestürzt wurde. Aber in so eine Ebene zwischen Chaos und Ordnung. Zwischen dem, ich weiß genug und ich weiß nichts. So diese Borderline-Erfahrung, dass man gerade noch das Ganze im Griff hat. Und das ist ein Gefühl, das ich sehr gerne habe, das sehr viele Menschen genießen tatsächlich. Und ich musste auch hier wurde ich plötzlich mit ganz vielen Patienten konfrontiert, die entweder nichts hatten, wirklich extrem krank waren oder vielleicht ein bisschen was hatten. Und da musste man halt diesen Blick dafür entwickeln, dass man auch wirklich niemand wirklich Kranken verpasst. Und man hat eine riesige Palette an unterschiedlichen Patienten. Das heißt, zuvor war ich auf kardiologische Patienten gefixt. Und war halt mit Herzinsuffizienz beschäftigt, Herzinfarkten, Herzrhythmusstörungen und Co. Und plötzlich hatte ich ja onkologische Patienten, viele Patienten mit Infektionen, Patienten mit Urosepsis, Patienten mit Darmblutungen, Patienten mit einer Leberzirrhose, Patienten, also alles möglich. Auch chirurgische Patienten, die ich dann rausgezogen habe. Also auch nach zum Beispiel mesenteriale Chemien, wo man, wenn man das nicht schneller genug erkennt, ist der Patient einfach tot. Und das ist das, was ich an der Notaufnahme so geschätzt habe. Das Tempo, die Diversität an Patienten und die extrem große, breite klinische Masse quasi, die man da mitbekommen hat. Und die Zusammenarbeit auch mit den Krankenpflegern und mit den Schwestern,
mit verschiedenen Abteilungen, ob sei es Chirurgie, sei es Psychiatrie, sei es Neurologie, sei es Radiologie. Das heißt, man war in so einem Komplex auf einmal verwoben und hat dadurch extrem viel mitgenommen. Das ist auf Station eben nicht so und genauso ist es auch nicht so in einer Ambulanz. Zusätzlich kamen in diesem Kontext die zweiten Dienste dazu. Der Unterschied ist, der dritte Dienst, der besetzt, der versorgt die Patienten von, ich meine, 16 Uhr bis 23.30 Uhr oder 12 Uhr. Und ab da übernimmt der zweite Dienst, also quasi im Nachtdienst. Und da ist man dann zuständig für die Notaufnahme, also die internistische Notaufnahme, aber auch für insgesamt, ich meine, 8 Stationen, 8 oder 9 sind das bei uns, ich weiß immer nicht mehr genau, wie viele es waren. Und das ist eine enorme Verantwortung und auch der Pieper geht ständig. Und ihr müsst lernen zu priorisieren, was ist jetzt besonders wichtig, zu welchem Patienten muss ich als erstes, was muss ich als erstes erledigen und ist die Notaufnahme noch safe? Ihr habt einen Backup. Ihr habt einen gewissen Backup durch den ersten Dienst, der allerdings schläft. Das heißt, ihr könnt ihn wecken, müsst euch aber schon gut überlegen, ob das Sinn macht. Am Anfang ist man natürlich viel toleranter euch gegenüber, weil man halt einfach weiß, ihr seid halt Anfänger. Ganz normal, ein Anfänger wird häufiger anrufen und das ist auch gut so, weil wir wollen keine Patienten gefährden. Mit der Zeit erwartet man von euch schon, dass ihr mitdenkt und nicht wegen jedem Pups anruft. Und ja, das muss man lernen zu managen. Also wo ist das so, dass man noch zwischen Chaos und Ordnung sich befindet? Und wo fängt das an, jetzt in Richtung Chaos zu kippen, sodass ihr jetzt potenziell es nicht mehr schafft, diese Balance zu halten? Und in diesem Augenblick müsst ihr früh genug euch Hilfe holen, damit ihr auf keinen Fall einen Patienten gefährdet und die medizinische Versorgung noch gewährleistet ist. Und das muss man abzuschätzen wissen. Ihr werdet euch in dieser Zeit sehr viel fortbilden. Also wenn ihr glaubt, also zumindest lief es bei mir so. Ich habe keine Ahnung, wie es bei anderen läuft, aber ich war häufig planlos, ganz häufig. Und ich habe entweder meinen ersten Dienst gefragt, ich habe auf der Intensivstation gefragt oder ich habe nachgeschlagen. Manchmal bin ich zu Herzrhythmusstörungen gelernt und wusste nicht, welche Medikamente ich geben soll oder wie ich das managen soll. Dann habe ich nachgeschlagen. Ich habe unterwegs schon mal nachgeschlagen oder wie ich Schmerzen am besten managen soll. Dann habe ich nachgeschaut, wie ist das WHO-Schema und wie dosiert man das Ganze auf, zum Beispiel danach auch mit Opioiden. Es gibt mehrere Stufen, also ihr fangt ja nicht ganz oben an und ihr müsst auch bestimmte Medikamente noch als Basis führen. Bei welcher Erkrankung darf man was geben, bei welcher Erkrankung darf man nicht was anderes geben und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Aspekte zu beachten, auch bei unterschiedlichen Patientenkollektiven. Manche Patienten haben Allergien, was macht man dann, also welches Antibiotikum gebe ich dann am besten? Das muss man alles nachschlagen, das heißt, es gehört halt einfach dazu. In der Regel macht man in der Notaufnahme jetzt nicht so viele Überstunden. Am Anfang habe ich relativ viele im Tag- und Spätdienst, also Früh- und Spätdienst gemacht. Nachtdienst habe ich eigentlich so gut wie nie Überstunden gemacht. Ich glaube, das gab es einmal, dass ich eine Todesfeststellung in einer benachbarten Abteilung machen musste, weil dort irgendwie was schiefgelaufen ist mit der Assistenzärzte, dass da niemand da war. Deshalb haben die mich angerufen, dass ich das übernehme. Aber das war auch so die große Ausnahme, dass ich an dem Tag, glaube ich, 2 Überstunden gemacht habe. Sonst bin ich eigentlich relativ pünktlich rausgekommen, vielleicht mit einer halben Überstunde. Das war völlig in Ordnung. Aber wenn ihr Angst davor habt, dass ihr sagt, hey, Notaufnahme, das wird mich überfordern. Ja, das wird euch überfordern. Mich hat es massiv überfordert. Am Anfang hat es mich massiv überfordert. Gab es Spannungen? Es gab massive Spannungen. Es gab Spannungen zwischen der Pflege und mir. Es gab Spannungen mit gewissen Oberärzten. Es gab Spannungen unter den Kollegen. Es gab ständig auch mal Streit und es hat gerumpelt. Was mir geholfen hat, ist, das klar zu kommunizieren. Ich habe es so dann, also wenn es so ein Problem gab, habe ich mir die gewisse Person dazugenommen und habe mit ihr kommuniziert. Oder mit dem Oberarzt und Co. Und ich habe versucht, das möglichst schnell aus der Welt zu schaffen, weil häufig ist dieser ganze Stress, der da entsteht, bedingt durch den Stress, der sowieso schon da ist, durch den Zeitmangel und weil man aneinander vorbeiredet. Und dann ist es wichtig zu kommunizieren. Das heißt, diese zwischenmenschlichen Konflikte, die werden auf euch zukommen, den könnt ihr nicht ausweichen. Und ihr werdet euch häufig so fühlen, dass ihr keine Ahnung von gar nichts habt, dass ihr überfordert seid, dass ihr
gleich kollabiert und überhaupt nicht mehr hinterherkommt, das ist nicht unnormal. Und da gilt es, durchzuhalten oder euch Hilfe zu holen oder was auch immer. Aber sei euch gesagt, dass diese Angst kann euch niemand nehmen und ihr werdet im ersten Jahr, vor allem in den ersten Monaten, völlig überfordert sein. Und jetzt mal, um das Ganze abzurunden. Jetzt habe ich diesen Block abgeschlossen. Ich war auf der Station. Ich war in der Ambulanz. Ich war in der Notaufnahme. Ich habe auch in dieser Zeit gewisse Skills gelernt. Ich konnte einen Fast machen, also eine Sonographie vom Abdomen, um zu gucken, ob da irgendwie freie Flüssigkeit da ist oder irgendwelche akuten Verletzungen. Ich habe ein Übersichtsecho geschafft zu machen, also einen Ultraschall vom Herzen. Ich habe geschafft, wirklich zu lernen, Langzeit-EKG auszuwerten, in der Ambulanz vor allem, insgesamt EKGs auszuwerten. Ich wusste, wie man die grundlegenden Notfälle versorgt. Und jetzt kommt die Kehrtwende und ich gehe wieder auf Station. Und jetzt war ich auf Station, hatte ich eine gewisse Routine. Das heißt, ich hatte meine Entscheidung schneller treffen können und selbstsicherer treffen können. Ich wusste, ich konnte für die meisten Sachen für einen Patienten, wenn das nicht super komplexe Fälle waren, die ich noch nie gesehen habe oder selten gesehen habe, konnte ich einen Fahrplan entwickeln, den ich auch meinem Oberarzt vorstellen konnte, der dann auch sagen konnte, okay, können wir so machen oder vielleicht sollten wir noch ein bisschen was adjustieren, aber es war nicht komplett falsch oder so, dass ich völlig planlos war. Und plötzlich konnte ich auch wieder durchatmen. Mir ging es plötzlich wieder besser. Ich konnte wieder mein Training besser machen. Ich konnte mich mehr fortbilden nebenher. Und ich war nicht dauerhaft so extrem unter Druck. Ich habe auch nicht mehr so viele Überstunden gemacht, weil ich einfach eine gewisse Routine bekommen habe. Und wie gesagt, das dauert, ungefähr dieses eine Jahr dauert es, bis ihr ein bisschen in diesen Modus reinkommt. Und danach geht die Lernkurve zwar nicht mehr so nach oben, aber die geht stetig nach oben. Und ihr geht aber aus diesem Gefühl der maximalen Überforderung raus. Klar, wenn dann kommt irgendwann der neue Abschnitt, der jetzt bei mir irgendwann sicherlich ansteht, ist die Intensivstation. Und da wird es dann wieder hart auf hart kommen. Ihr werdet wieder in komplett neue Umgebung kommen, werdet wieder mit komplett neuen Problemen konfrontiert werden. Und da werdet ihr sicherlich wieder das Gefühl haben, hey, ich bin überfordert. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es diese Überforderung, Gefühl von Überforderung sein wird, dass man richtig erstickt oder ertrinkt, wie das bei mir die ersten Monate war. Ich glaube, das wird schon etwas besser sein. Das war auch in der Notaufnahme besser. Aber die ersten Monate, die können zumindest an einem Uniklinikum und wenn dann vielleicht nochmal so Sachen dazukommen wie Unterbesetzung, dann werden es noch Covid drauf und keine Ahnung, alles Mögliche nochmal drauf und Unterbesetzung, die ganzen Leute sind krank, die Schwestern sind krank. Da ist das halt maximale Überforderung, ganz normal. Und das wird aber mit der Zeit immer besser. Da kann ich euch die Sorge nehmen, aber ich kann euch eben nicht die Sorge nehmen, dass die ersten Monate ja nicht stressig sein werden und dass sie chillig sein werden. Nicht in der Inneren, nicht in der Chirurgie. Ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist. Ja, retrospektiv. Ich glaube schon, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich damals nicht in die Unfallchirurgie gegangen bin, weil es hätte mir nichts gebracht, bei einem Chef anzufangen, mit dem ich mich nicht verstehe. Ich habe unglaublich viel gelernt. Wissen, dass ich, egal wie ich langfristig weitermachen sollte, immer gebrauchen kann. Egal, ob ihr danach in die Chirurgie geht oder in ein anderes Fach oder was auch immer macht oder genauso in der Inneren weitermacht, ihr werdet von einem Jahr Innere immer profitieren. Weil die Patienten werden immer älter. Die Patienten werden immer kränker, sie sind multimorbide, das heißt, sie dekompensieren auf Stationen, sie haben Diabetesprobleme, sie haben alles Mögliche. Und wenn ihr das so grundlegend managen könnt, werdet ihr davon profitieren. Ich bin in diesem Jahr, ich habe unglaublich viel gelernt, sowohl persönlich, ich habe gelernt, wie man auch mit Kollegen umgeht, mit Patienten umgeht, wie man kommuniziert, das habe ich extrem viel gelernt, ich habe gelernt zu managen. Ich habe gelernt, super Briefe zu schreiben, also ich bin eine super Sekretärin geworden und ich habe auch medizinisch sehr viel gelernt, also wie managt man bestimmte Elektrolytentgleisungen, wie behandelt man Notfälle, also medizinisch habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, vor allem in der Kardiologie, muss ich sagen. Es ist ein sehr schnelles Fach und ein Fach, das sehr zentral ist und ich bin viel selbstsicherer geworden und ich habe dieses Gefühl überwunden von permanenter Angst und permanenter
permanenten Druck, der am Anfang da war. Ich habe gemerkt, wie man immer selbstsicherer wird und wie man am Schluss immer mehr durchatmen kann und irgendwie das Gefühl bekommt, man hat jetzt zumindest das Allermeiste irgendwie im Griff. Und jetzt die neuen Probleme, die dazukommen, die komplexeren Sachen, die kriegt man irgendwie gemanagt, weil man jetzt schon mal sich weiterbilden kann, weiß, wo man nachfragt, weiß, wo man nachliest. Und jetzt kommt eine andere Art des Lernens. Das heißt, diese Grundausbildung, so wie sie ist schon wichtig. Ihr könnt nicht von Anfang an reingehen und erwarten, dass ihr Herzkatheter macht oder ständig nur Echo macht, weil ihr müsst erstmal die grundlegenden Sachen lernen. Ihr müsst lernen, mit Patienten zu sprechen, mit Angehörigen zu sprechen, wie das auf Station läuft. Ihr müsst lernen, die grundlegenden Krankheitsbilder in eurem Fach die Diagnostik dort zu machen und die Therapie dort anzusetzen und zu machen. Und das ist super wichtig. Und so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren kommt dann irgendwann die Intensivstation und danach fängt wirklich dieses fachspezifische Lernen an. Und ich glaube nach wie vor, dass die Grundausbildung, so wie sie ist, eigentlich ganz gut ist. Die könnte ein bisschen strukturierter sein, aber whatever. Bei mir ist es halt anders gelaufen, vielleicht wird es bei euch ein bisschen anders sein. Auf jeden Fall, erzählt mir, wie es bei euch gelaufen ist. Welche Befürchtungen habt ihr vielleicht? Also was macht euch Angst? Was wollt ihr wissen zum Berufsstart? Ich bin jetzt sicherlich nicht auf alle Sachen eingegangen. Wie ist es bei euch gelaufen? Erzählt mir, mit welchen Problemen ihr zu kämpfen hattet. Welchem Fach wart ihr? Könnt ihr das Ganze so nachvollziehen, so wie es bei mir lief? Oder lief es bei euch ganz anders? Seid ihr vielleicht komplett selbstsicher reingegangen, weil ihr vielleicht sehr viele Praktika gemacht habt? Ich weiß ja natürlich nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich in der Unfallchirurgie angefangen hätte. Weil dort hatte ich natürlich sehr viel Vorwissen und sehr viel Basiswissen aus meinen Formulaturen, aus dem PJ und Co. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich dann weniger das Gefühl gehabt hätte, zu ertrinken. Vielleicht wäre ich eher doch besser geschwommen. Das weiß ich nicht. Deshalb würde es mich wirklich interessieren, von Leuten zu hören, die vielleicht ein bestimmtes Fach anvisiert haben im Studium und dann auch dahin gegangen sind. Ansonsten, stellt mir eure ganzen Fragen unten drunter, abonniert den Channel, gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ciao.